Sie setzen sich sehr für die Senioren auch hier in Höxter ein. Ja. Ihre Motivation, wo ist Ihnen wichtig, dass, vielleicht, dass Sie das noch mal ein bisschen erklären, wie Sie dazu gekommen sind? Ja, das ist nicht so einfach. Wie bin ich dazu gekommen? Dazu gekommen bin ich einfach, dass ich aus der Bevölkerung vorgeschlagen wurde, mal an einem Gespräch im Rathaus teilzunehmen, wo, sagen wir, paritätische Vereine waren, wo AWO war, Krankenhäuser vertreten waren. Und da kam der Gedanke auf, wir brauchen eigentlich in Höxter einen Seniorensprecher. Das wurde dann auf zwei oder drei Vortragsreihen immer mal wieder aktualisiert. Ja, und dann war es soweit, dass ein kleiner Kreis sagte, ja, wir machen das, aber wir brauchen natürlich einen, der das in die Hand nimmt. Und ja, wie es denn immer so ist, wenn man bekannt ist in Höxter und Rentner ist, dann wird man natürlich gerne für alles Mögliche herangezogen. Und so kam das dann, dass man gesagt hat, Mensch, du könntest doch eigentlich den Seniorensprecher machen. Tja, dadurch, dass ich Schützenkönig war, 17 Jahre lang Hauptmann der ersten Kompanie. Ich bin also bekannt wie ein bunter Hund hier in Höxter. Und ja, dann habe ich gesagt, ja gut, kannst ja mal probieren. Und dann bin ich Seniorensprecher der Stadt geworden. Dann haben wir zwei Stellvertreter noch ausgesucht gehabt damals. Ja. Und seitdem läuft das so und seitdem macht es auch wahnsinnig Spaß. Es haben ja auch viel bewirkt jetzt mittlerweile. Ja. Ne? Ja. Ich meine, gerade so die Interessen der Senioren sind doch viel mehr jetzt in den Fokus gerückt worden. Da kann man ja gar nicht genug Dank geben, dass sie da wirklich sich so engagieren. Die Senioren haben ja keine Lobby. Genau. So, und viele haben natürlich auch Angst, mal in die Stadtverwaltung zu gehen und sich über irgendetwas zu beschweren oder irgendetwas mal mit denen zu besprechen, weil sie immer wissen, ach, die Leute wimmeln mich ja sowieso ab. Jetzt haben sie endlich jemanden gefunden, dem sie mal ihr Herz ausschütten kann und der sagt, ich kümmere mich drum und dann kümmere ich mich auch drum und rufe die wieder zurück und sage, also dass das geht oder das geht nicht. Aber dann haben sie eine klare Antwort und wissen genau, wo sie eben halt dran sind. Und das ist einfach für die Senioren wichtig. Aus dem Grunde ist das ja auch so viel geworden, dass ich das gar nicht mehr alleine schaffe. Und darum habe ich dieses Jahr diese Seniorengemeinschaft gegründet, dass ich einen größeren Vorstand habe, dass wir jetzt feste Mitglieder haben. Wir haben jetzt mittlerweile über 30 Mitglieder. Wir haben einige Firmen, die eben halt bei uns Netzpartner sind, die keine Mitglieder sind, aber Netzpartner sind insofern für mich wichtig, dass man ein-, zweimal im Jahr eine Netzpartnerkonferenz einberuft, um mit denen Konzepte zu erarbeiten, was können wir Höxter verändern, wo ist Bedarf, was kann man eigentlich für die Senioren hier besser machen. Was mir auch sehr am Herzen liegt, ist natürlich unser Bürgerbus. Ich habe diesmal den Bürgerbus eingeladen aus Brakel. Ich möchte gerne in Höxter einen Bürgerbus auch installieren. Dafür brauche ich aber noch Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Stadtverwaltung ist noch nicht so weit oder nicht so ansprechbar, dass wir sagen, ja, das ist auch hier wichtig, weil man immer noch meint, unsere Buslinien sind so gut, dass wir das nicht brauchen. Aber wir haben so viel außerhalb dieser normalen Straße liegende Siedlungseinheiten, die ja auch am Leben teilhaben wollen. Ne, ob das der Knüll ist, ob das Apfelweg ist, ob das, da zu den Birnenbäumen raus oder sonst wo. Die Leute müssen wir einfach bewegen, dass sie nicht zu Hause sitzen und sich Essen auf Räder kommen lassen, sondern dass jemand da ist, der die eben halt vor der Haustür quasi abholt. Dieser Bürgerbus hält jede Minute an irgendeinem Stützpunkt, die auch genauso ausgeschildert sind wie da Stützpunkte. Es ist also ein reiner Linienverkehr, der aber nur da fährt, wo der große Bus nicht hinkommt. Er soll auch als Zubringer sein, dass dieser Zubringer eben halt für diese großen Busstrecken sind, damit man eben halt, vom Knüll runter auch unten auf die B64 kommt, in einen Bus steigen kann und nach Bad Pyrmont oder Steine oder sonst wo. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und da es schon in Nordrhein-Westfalen 250 Bürgerbusse mittlerweile gibt,
Nur Höchst hat es natürlich nicht. In Warburg gibt es einen, in Scheinheim gibt es einen, in Brakel gibt es einen und eben halt so weiter. Nur die Kernstadt Höchst hat es nicht. Das muss endlich. So, und da bin ich schon seit 2 Jahren dran und möchte gerne, dass wir in Höchst eben halt einen Bürgerbus haben, um auch hier die Leute zum Arzt schnell fahren zu können oder zum Markt oder was auch immer gerne möchten.